Welche Level des autonomen bzw. automatisierten Fahren gibt es? Wo stehen wir aktuell in Deutschland beim Thema autonomen Fahren? Auf welchem Level fährt Tesla eigentlich? Und wie könnten Anwendungsbeispiele zu Level 5 aussehen? Die Antwort auf diese Fragen gibt's in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Jan und heute erkläre ich euch mal die Level des autonomen Fahrens. In Fachkreisen werden diese Level auch SAE-Level genannt. Wobei der Begriff des autonomen Fahrens eigentlich nur beim höchsten SAE-Level verwendet werden darf. Bei allen anderen spricht man vom automatisierten bzw. hochautomatisierten Fahren. Leider liest man vermehrt in den Zeitungen und Medien immer nur was vom autonomen Fahren. Was der Unterschied ist zwischen automatisierten und autonomen Fahren, erfahrt ihr im Video, was ich euch oben rechts im Eck verlinkt habe oder im ersten Kommentar. Wo kommen jetzt eigentlich diese SAE-Level her und wer hat diese definiert? Das schauen wir uns jetzt mal an. Die Level des automatisierten bzw. autonomen Fahrens wurden von der SAE International definiert. Die SAE International, ehemalige Bezeichnung Society of Automotive Engineers, in Deutsch Verband der Automobilingenieure, ist eine gemeinnützige Organisation für Technik und Wissenschaft, die sich dem Fortschritt der Mobilitätstechnologie widmet. Diese wurde bereits im Jahre 1905 gegründet und hat weltweit mehr als 120.000 Mitglieder. Henry Ford gehört zu einer der 30 Gründungsmitglieder und hatte damals den Posten des Vizepräsidenten inne. Die Mitglieder entwickeln zusammen Standards, die weltweite Anerkennung finden. In der Regel sind alle Unternehmen, die in der Automobilbranche arbeiten bzw. dort tätig sind, mit mindestens einem Mitglied vertreten. In dem aktuellen Standard J3016 in der aktuellen Version vom 30.04.2021 wurden unter anderem die Level des automatisierten bzw. autonomen Fahrens näher definiert. Wenn ihr hier noch detailliertere Einblicke haben wollt, könnt ihr euch diesen Standard direkt auf der Webseite der SAE International anschauen. Den könnt ihr euch da kostenlos runterladen. Den Link dazu habe ich euch in die Videobeschreibung eingefügt. Schauen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt die einzelnen SAE-Level im Detail an. Insgesamt gibt es 5 SAE-Level. In vielen Grafiken zu diesem Thema wird das Level 0 meist vergessen. Ich möchte es der Vollständigkeit halber hier aber auch mal erwähnen, auch wenn man das in der Praxis wahrscheinlich nur noch bei Oldtimern finden würde. Beim Level 0 gibt es nur den Fahrer ohne jegliche Assistenzsysteme. Der Fahrer hat zu jeder Zeit die volle Kontrolle und ist für alles verantwortlich. Er muss immer die Hände am Lenkrad haben und natürlich die Augen auf die Straße gerichtet. Im SAE Level 1 des automatisierten Fahrens kann der Fahrer auf einfache Assistenzsysteme zurückgreifen. Ein Beispiel hierfür wäre der Tempomat, bei dem eine Geschwindigkeit definiert wird, die das Auto dann hält. Der Fahrer muss aber auch hier die Hände am Lenkrad haben und die Augen auf die Straße. Nur den Fuß kann er temporär von dem Pedal nehmen, sollte aber immer bereit sein, diesen natürlich einzusetzen und entsprechend zu bremsen. Beim zweiten Level des automatisierten Fahrens findet schon eine Teilautomatisierung statt. Hier kann der Fahrer auf erweiterte Assistenzsysteme zurückgreifen. Diese bezeichnet man auch als Advanced Driver Assistance Systems, kurz ADAS. ADAS steht hier als Sammelbegriff für eine Vielzahl von teilautomatischen Fahrfunktionen. Dazu zählen zum Beispiel das automatische Notfallbremssystem, kurz AEB, die Verkehrszeichenerkennung, der Totalwinkelassistent, der Spuralterassistent oder auch die automatische Distanzregelung, kurz ACC. Der Fahrer wird hier in die Lage versetzt, temporär die Hände vom Lenker zu nehmen. Er muss aber jederzeit bereit sein, die Kontrolle wieder zu übernehmen und die ganze Zeit das Verkehrsgeschehen beobachten. In diesem Level des automatisierten Fahrens befinden wir uns aktuell zum größten Teil. Es gibt aber auch schon ein paar Ausnahmen, die wir uns im späteren Verlauf des Videos näher anschauen werden. Ein Technologiesprung findet von Level 2 zu Level 3 statt. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Beim dritten Level spricht man vom hochautomatisierten Fahren. Hier gibt der Fahrer in gewissen Situationen zu genau definierten Umgebungsvariablen die Fahraufgabe an das Fahrzeug ab. Während des hochautomatisierten Fahrens liegt die Verantwortung über das Fahrzeug nicht mehr beim Fahrer, sondern beim Fahrzeug bzw. beim Fahrzeughersteller. Der Fahrer kann während des hochautomatisierten Fahrens nicht die Augen auf die Straße gerichtet haben und auch nicht die Hände am Lenkrad. Level 3 Fahrzeuge fahren meist auf Autobahnen bis zu einer gewissen Geschwindigkeit hochautomatisiert. Der Fahrer muss zu jeder Zeit bereit sein, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Hierbei muss das Fahrzeug sich mittels eines Takeover-Requests bemerkbar machen und der Fahrer muss dann in einem definierten Zeitraum übernehmen. Diese Stufe des hochautomatisierten Fahrens stellt Automobilhersteller natürlich vor ganz neue Herausforderungen, da in gewissen Teilbereichen ja die Verantwortung auf den Fahrzeughersteller übergeht und natürlich sichergestellt werden muss, dass das natürlich auch alles soweit sicher ist. Es gibt bereits einen Automobilhersteller, der hier ein Serienfahrzeug vorgestellt hat, das diese Funktionalität hat. Das werden wir uns im späteren Mal im Detail näher anschauen. Der Sprung von Level 3 zu Level 4 ist gigantisch. Hierbei redet man vom vollautomatisierten Fahren.
Wo es beim Level 3 lediglich möglich war, temporär hochautomatisiert zu fahren, übergibt bei Level 4 der Fahrer in den meisten Fällen die Fahraufgabe an das Fahrzeug, also nicht nur auf Autobahnen, sondern zum Beispiel auch in der Stadt. Die Verantwortung für den Fahrzeughersteller wächst natürlich weiter. Beim SAE Level 4 gibt es vom Fahrzeug keinen Takeover-Request mehr, sondern der Fahrer kann jederzeit in den manuellen bzw. assistierten Modus wechseln. Der Fahrer muss allerdings nicht mehr das Verkehrsgeschehen beobachten und kann andere Dinge tun, wie zum Beispiel Zeitung lesen. Es wird sicher noch etwas länger dauern, bis es diese Art der Fahrzeuge geben wird. Schreibt doch mal in die Kommentare, wann ihr glaubt, dass so ein Fahrzeug im Level 4 zur Verfügung stehen wird. Ich schätze mal, wir reden hier wahrscheinlich von einem Zeithorizont von ungefähr 10 Jahren. Beim höchsten, dem SAE Level 5, spricht man jetzt endlich vom autonomen Fahren. Hierbei gibt es weder einen Fahrer noch die Möglichkeit für einen Fahrer, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Das Fahrzeug trifft komplett eigene Entscheidungen und kann mit jeder Verkehrssituation umgehen. Fahrzeuge des Level 5 unterscheiden sich natürlich deutlich von Fahrzeugen, die wir heute kennen. Es gibt bereits schon erste Pilotprojekte, die wir uns gleich mal näher im Detail anschauen werden. In der einen oder anderen Marketing-Message auf Plattformen wie LinkedIn wird schon behauptet, wir wären schon längst bei Level 4. Das stimmt aber leider so nicht. Mercedes hat als erster Automobilhersteller weltweit die Level 3 Genehmigung des KBA, also des Kraftfahrtbundesamt, erhalten. Hierbei kann die neue S-Klasse mit dem integrierten Drive Pilot auf geeigneten Autobahnabschnitten bei hohem Verkehrsaufkommen oder in Stausituationen bis 60 km/h hochautomatisiert fahren. Hierbei setzen die Stuttgarter neben der umfangreichen Umfeldsensorik auch auf LiDAR-Technologie und Kamerasysteme in Front- und Heckscheibe. Zusätzlich registrieren Mikrofone Sondersignale von herannahenden Einsatzfahrzeugen. Jetzt stellt sich die Frage, auf welchem SAE-Level fährt eigentlich Tesla in Deutschland? Tesla hat als Technologieunternehmen schon gute Fortschritte im Bereich des hochautomatisierten Fahrens gemacht. Trotzdem sollte man sehr vorsichtig sein mit der Aussage, dass diese heute schon autonom fahren können. Wir haben ja gerade aus der Grafik gelernt, dass beim Level 5 kein Fahrer mehr nötig ist. Es gibt zwar von Tesla schon die FSD Beta, die ja auch schon bei über 2000 Fahrzeugen in den USA ausgerollt ist und die ja augenscheinlich schon sehr gut funktioniert, aber hier werden halt die Fahrer zu Testern. In Deutschland ist ja auch schon der Tesla Autopilot verfügbar. Ich würde aber einschätzen, dass dieser höchstens auf Level 2 Plus liegt, da wir ja hier auch nur erweiterte ADAS-Systeme haben, die letztendlich den Fahrer unterstützen und dann auch nicht vom autonomen Fahren gesprochen werden kann. Ich finde, die Bezeichnung ist hier auch ein bisschen irreführend. Klar könnte wahrscheinlich die FSD-Beta deutlich bessere Ergebnisse erzielen, diese hat aber aktuell noch keine Zulassung in der EU. Ich will hier Tesla auf gar keinen Fall schlecht machen. Ich finde sogar, dass Tesla im Bereich des automatisierten Fahrens ziemlich weit vorne ist. Zu Tesla werde ich auch nochmal ein extra Video machen, wo ich erkläre, warum Tesla eigentlich überhaupt kein Autohersteller ist. Wer mehr zu dem Thema Tesla und automatisiertes Fahren erfahren möchte, dem kann ich zwei Videos empfehlen. Zum einmal den Autonomy Day und den Tesla AI Day. Die Links zu diesen beiden Videos habe ich euch in die Videobeschreibung eingefügt. Schauen wir uns jetzt mal an, welche Fahrzeuge es zum Level 5 denn schon gibt. In Hamburg und einigen weiteren Städten gibt es schon erste Pilotprojekte mit sogenannten People Movern. Hier zum Beispiel der Heat von der Hamburger Hochbahn. Das sind quasi kleine Busse, die autonom mit sehr geringer Geschwindigkeit durch die Stadt fahren können. Theoretisch könnten diese Fahrzeuge schon auf Level 5 fahren. In der Regel fahren People Mover wie der Heat auf einer fest definierten Strecke und es ist immer ein Sicherheitsfahrer an Bord, der natürlich den Betrieb überwacht und im Fehlerfalle sofort eingreifen kann. Ich finde, mit dem Heat kann man schon sehr gut sehen, wie die neue Mobilität in einer Stadt aussehen könnte. Man kann im Labor noch so viel simulieren und testen, aber wirklich gute und valide Ergebnisse erzielt man halt eben erst in der Praxis. Meiner Meinung nach kommt es hier nicht auf die gefahrenen Kilometer an, sondern auf die sogenannten Edge Cases, also Verkehrssituationen, die es im Labor nicht gab und noch keiner simuliert hat. Genau diese Edge Cases kann man in einem Pilotprojekt wie mit dem Heat super in der Praxis darstellen. Was denkt ihr, wo stehen wir in 10 Jahren beim Thema automatisierten bzw. autonomen Fahren? Habt ihr vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht mit dem automatisierten Fahren, sei es im Beispiel zum Beispiel in den USA bei Waymo oder anderen Anbietern, die so Sachen schon anbieten? Schreibt doch gerne mal eure Meinung, Erfahrungen etc. in die Kommentare und ich freue mich dann auf eine rege Diskussion. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal und läutet gerne die Glocke, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.